Ah, ah, ah. Wenn unten schwer ist, wenn ich schon gesagt habe, unten ist schwerer der Weg, geh ich doch nicht nochmal unten lang. Nein, der Tobi, der macht es trotzdem, der geht nochmal unten lang und kriegt auf den Sack. Das macht ihm gar nichts. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Bin auch nicht so nach, wo Nintendo hat. Super Spiele. Schon gesagt, ja, Super Nintendo hatte gute Games, wirklich gute Games. Das Mario World ist ein Überklassiker, so wie Sonic halt. Oh. Für ein Super Nintendo. Oh, komm schon, das kann doch nicht sein. Wo bleibst du denn, du Blase, Alter? Wieder letzte Leben für diese County. Oh Mann, ey, dabei brauche ich bloß zum Boss kommen, den aufmischen. Davor hat der nämlich Schiss, dass ich da hinkomme. Und der total, weil er weiß, wenn ich da aufkreuze, Alter, dann kriegt er auf den Sack. Aber das weiß er, das ist in ihm drinne. Deswegen baut er hier so eine Fallen ein und macht mir hier das Leben schwer. Und halt weiß, der weiß es halt. So, warum da runter, wenn es hier runter geht? Weil wir hier auch schon waren. Müsste Checkpoint sein, sag ich mal, den Weg mal mitnehmen, eh wieder keine Blase spawnt. Wohl auch scheißegal, weil letzte Leben für County View. Mitnehmen hier die Luft. Arsch. Nein, mitnehmen. Ah, müssen wir halt hier Schritt für Schritt machen, oder was? In dem Fall geradeaus durch. Stinke sauer ist der Kollege da. Sein Pulver schon verschossen. Was schießen. Jo, jo. Und so langsam wird der Tobi müde. War er doch heute Morgen schon früh auf den Beinen. So, komm her, du Blase. Mal auf das Tor. Hätte gerne ruhig nochmal Luft holen können. Und die Wurst, dass du so verzögerst. Aber muss man ein bisschen sticheln, glaube. Glaube zu Zeiten, als Sonic hier, das Sonic rauskam. Möchte ich behaupten. Da hat Mario keinen Blassen gesehen. Nintendos Mario. Da war Sonic plötzlich über. Ich glaube, oder ich sehe schon die Kommentare. Und dann wird. Und dann wird. Was ist das? Jetzt rede ich hier auch schon wie so ein absoluter Nerd. Oh, naja. Oh, meine Fresse, meine Fresse! Doppel-F. Fresse! Buchse voll! So, scheiß was auf die Ringe hier erstmal. Wir brauchen Luft und da ziemlich bald. Geht da unten noch auf oder was? Nee, ah, oh, ich geh auch noch runter, ey. Gucken wir noch. Mit dem letzten Leben. So, ne, komm raus hier. Na? Kann doch nicht wahr sein. Na gut, wenn ich das verkacke, das ist auch nicht so wild. Ist aber nicht der Ziel meines Planes, hier zu verkacken. Ja, und... Oh mein Gott, ey. Das für ein Scheiß, ey.
Ja. So, sorry für die kurze Wartezeit von 39,40 Sekunden, warum das Spiel anzeigt. Ey. Wie dumm. Wie dumm. Oh, wir haben noch eins. Das ist doch nicht wahr, oder was? Das ist doch alles gar nicht wahr. Ja, muff. Ich bin schon dreimal klemm geblieben. Wie dumm ich eigentlich bin, ey. Hab keine Ahnung, was dieser Schalter macht. Ich mal hier links lang. Guck mal, was das hier gibt. Eigentlich für den Arsch der Weg. Gibt's Blasen und es kommt wieder keine. Meine Fresse, ey. Das ist doch alles gar nicht mehr besonders. So. Concentration, please. Obwohl ich gerade ziemlich dolle angefressen bin. Schlucken Sie ein in die Luft. Ach ja, naja. Sorry dafür, dass ich hier gerade ein bisschen leiser bin. Keine Angst, bin nicht so angefressen. Dass hier bloß noch ein weiterer Fehler passieren muss und ich werde laut. Nee, so weit ist es nicht. So weit wird es nicht kommen. Da bin ich eher der ruhige Typ. Vorher bereits schon leicht erwähnt und leicht erwähnen sollte man vielleicht auch gerade wieder. Oder habe ich schon mal leicht erwähnt eigentlich? Lass mich mal kurz nachdenken. Nee, glaube nicht. Also, auf jeden Fall sollte man mindestens einmal, wenn man ein Sonic-Spiel spielt, wie dieses hier, Sonic the Hedgehog 1 für den Sega Mega Drive, vielleicht ganz leicht nebenbei mal erwähnen, dass in Sonic-Spielen rein mucketechnisch, ne? Schon geil ist hier. Ja.
Null Ringe auf der Uhr und wir müssen da schnell hoch. Wir müssen den Knopf drücken, das weiß ich schon. Und auf eine Blase warten, die nicht kommt. Und sterben müssen wir auch. Ach, Mann, wo soll das noch hinführen? Die letzte Leben, die letzte Continue, dann ist aus. Dann jetzt von vorne weiter. Von vorne, ja, weiter. Schon richtig ausgedrückt eigentlich. Wie cool. So, der schwängelt uns eh. Nee, der schwängelt mir eh, hätte gedacht. Ist aber nicht so. Da, 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 da. Wir müssten hier oben knapp unterm Wasserspiegel sein, so ja, aber. Nee. Du komm schon, das kann doch nicht sein, ey. Ja, da kommst du. Ich glaube, der Sonic ist auch müde. Ich glaube ja. So. Und erneut. Nummer 3. Ich nehme die Nummer 3. Ah, nur mal ein bisschen am Riemen reißen hier. Das wollte ich schon vor wie lange? Vor 3:27, vor 3 Stunden und 27 Minuten wollte ich mir schon am Riemen reißen oder am Riemen gerissen haben. Kann doch nicht sein, ey. Dabei ist es doch gar nicht so schwer. Dabei ist es doch wirklich gar nicht so schwer hier. Das Ende zu sehen mit allen Chaos Emeralds. Und das eben in der Scrap Brain Zone Act 3. Das war größtenteils einfach nur Pech. Ich weiß nicht, woran es liegt oder woran es gelegen hat, dass dort keine größere Blase erschienen ist unter Wasser. Weil daran lag's ja dann natürlich. Oh, muss mal nach links. Alles andere ist tot. Todeszone. So. Abwarten. Nicht nochmal aufs R. Und hier können wir ruhig ein bisschen zurück. Bisschen Speed erhöhen. Na komm rein. Ja. Und hat Kaudio erlangt. Morgen ist bereits. Oh, ich sehe gerade, Rambo wurde hochgeladen. Zumindest steht da unten in der Taskleiste, wo sich Chrome befindet. Minimiert. 1 von 1 hochgeladen. Also fertig. Cool. Würde zu gern sehen. Weil YouTube ja momentan sowieso wieder ein bisschen rumspackt. Da konvertiert es manchmal schon wieder verkehrt. Das ist hin und wieder mal so bei YouTube der Fall. In unbestimmten Abständen der Fall. Dass die immer irgendwie an ihren Upload-Prozess dran rumwerkeln. Und dann haut es wieder nicht so hin, wie es hinhauen sollte. Dann hast du wieder. Zum Beispiel bei dem hochgeladenen Video, bei dem frischen, da wird zwar noch, dann steht ja selber, also sie weisen ja darauf hin, dass dort steht, quasi, dass die Bearbeitung des Videos noch nicht abgeschlossen ist und die
Qualität nicht dem normalen Standard entspricht momentan. Aber du hast schon oftmals, oder ich hatte schon oftmals so einen Bug da drinne, dass der quasi auch die Auflösung verschluckt hat. Hab ein HD-Video normal hochgeladen, 27p. Und das größtmöglichste, was du anglupschen konntest, waren dann halt 360p. Keine Ahnung warum, keine Ahnung wieso, keine Ahnung weshalb. Ist YouTube. Hast dann halt, was weiß ich, 4 Stunden dran gesessen, um so ein Video von einer halben Stunde hochzuladen oder sowas. 27? Ja, so lange war ich weg. Für 27p Video. Und musst es dann natürlich löschen. Weil willst ja nicht so lassen. Willst ja nicht in 360p lassen, sodass die Leute das in 360p nur gucken können. Löscht das halt und lädst nochmal neu hoch. Dann geht der Spaß wieder von vorne los. Und das hatte ich schon des Öfteren. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ist, glaube ich, so, wie wenn du einen Server machen willst. Oder, naja, deine Homepage. Du möchtest dir da einen Server mieten oder so. Und da ist es, glaube ich, besser, du vertraust eher den kleinen Anbietern, die sich halt mehr um ihre Server kümmern, dass die wirklich möglichst sehr geringe Ausfallzeiten haben von solchen Servern wie On-Times, wie weit oder wie der Durchschnitt ist, wie bei ja, wie sie halt erreicht werden. Downtime gibt es ja immer irgendwie. Und die ist halt bei kleineren, glaube ich, gehört zu haben, besser als bei größeren Anbietern. Möchte man. Oder man sollte besser bei kleineren wählen, obwohl die meist auch teurer sind wie die größeren Anbieter. Allerdings kannst du ja da sicher sein dann, dass deine Website zu jeder Zeit, nahezu zu jeder Zeit erreichbar sein wird. Ist gerade für geschäftliche Websites ja nicht mal so von sollte man ja nicht mal so außer Acht lassen. Weil du hast eine Seite, willst da was verkaufen oder so was? Und die ist mehr down als on? Als up. Mehr Downtime als Uptime, dann ist so kacke. Und so ist es wahrscheinlich bei YouTube auch. Versuche zwar immer zu verbessern, zwar immer irgendwie besser zu werden, zum Beispiel das Design momentan, was die mit dem Kanaldesign und so veranstalten, geht momentan wieder zurück zu alten Zeiten hin, wo man halt eigene Tabs machen konnte, vielleicht einen eigenen Kanal-Hintergrund wählen konnte, nicht nur oben den Banner oder was das sein soll, was das darstellen soll. Finde ich cool, dass sie wieder dahin zurückfinden. Es war immer noch kein MySpace, kein damaliges MySpace, wo du wirklich viel machen konntest, auch mit HD, Harry ML-Kenntnissen. Harry Yakshas ML-Kenntnissen. Aber cool, so langsam wird YouTube wieder. Vor allem community-mäßig, nein, ich finde es nicht schön, dass sich Google so sehr da einmischt. Dass auch das sich YouTube hat von Google kaufen lassen, ist nicht gerade schön, aber man kann mit leben, sag ich. Ist auch nicht gerade schlecht. Muss nicht immer alles schlecht sein. Auch ihr WhatsApp-User, das ist auch nicht schlecht, dass sich Facebook dort eingekauft hat. Denn belauscht wurdet ihr vorher auch.